Moin, ihr Wissensdurstigen und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich hier eine Mercedes-Benz A-Klasse Limousine vom Baumuster 177 und im Speziellen geht es heute um diese Verkleidung. Das ist die hintere Verkleidung von den vorderen Sitzen. Die baue ich heute aus. Das hatte sich Max Maas gewünscht. Wenn ihr jetzt aber eine B-Klasse, ein GLA, GLB oder CLA habt, dann bleibt dran. Die Vorgehensweise ist nämlich bei den Fahrzeugen genau die gleiche. Also, auf geht's! So, als erstes machen wir uns erstmal hier richtig schön Platz. Wir machen die Lehne nach vorne, dann den ganzen Sitz nach vorne und den Sitz nach ganz oben. So, ich nehme jetzt hier einen Madenschraubendreher, gehe hier zwischen Verkleidung und diesem Stoff hier. Am Ende dieses Stoffes ist nämlich eine Kunststoffleiste drin mit einem Widerhaken. Und die versuche ich jetzt hier mit dem Madenschraubendreher zu entriegeln. Um das ein bisschen entspannter zu machen, gehe ich hier mit der Hand zwischen und hole den Stoff etwas nach vorne, so dass es für uns leichter sein wird, den Widerhaken zu entriegeln. Jetzt fange ich an zu hebeln und da kommt das Ding auch schon. So, der Anfang ist gemacht. Jetzt sehen wir hier zwei Schächte und am Ende dieser Schächte befinden sich zwei 25er Torx-Schrauben, die müssen wir lösen und entfernen. Das war Nummer 1, wird sich hier gleich verstecken im Bezug, also rausgeholt. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Mal ein bisschen Licht dazu geschnappt. Als nächstes packen wir die Verkleidung hier am unteren Ende und ziehen sie etwas nach unten und nach hinten. Dann packen wir die Verkleidung hier unten und ziehen sie nach unten und etwas zu uns ran. Und schon ist die Verkleidung abgebaut. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, Max Maas, ich konnte dir weiterhelfen und natürlich auch vielen anderen auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Abo da, einen Daumen hoch und kommentiert das Ganze. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Chess-Techner kann auch dir helfen.